Die Grabenhäuser. Im März des Jahres 1610 erlebte Ulm einen eigenartigen Bauboom. Alle Zimmerleute der Stadt und der Umgebung waren auf den Stadtwall befohlen, um dort Behausungen für Soldaten zu errichten. Der Dreißigjährige Krieg, der 8 Jahre später beginnen sollte, warf seine Schatten voraus. Ulm war der Protestantischen Union beigetreten. Es drohte Krieg mit der Katholischen Liga. Die Reichsstadt musste Hunderte von Soldaten anwerben und die brauchten Wohnraum. Also ließ der Rat auf dem Wall, der die Stadt nach Westen und Norden abschirmte, 174 Häuschen bauen, zu denen kleine Gärtchen gehörten. Gegen feindliche Kanonenkugeln waren sie geschützt durch die massive, 2,5 Meter hohe Brustwehr, die schon zuvor auf dem Wall Deckung geboten hatte. Garnisöner hießen die Stadtsoldaten im Dienst der Freien Reichsstadt Ulm. Die Reichsstadtzeit endete allerdings kläglich mit der Entfestigung der Stadt auf Befehl der siegreichen Franzosen. Für die Bewohner der Grabenhäuschen hatte dies jedoch einen großen Vorteil. Sie konnten die dicken Brustwehren entfernen, so gewannen sie Wohnraum und freie Sicht über den Stadtgraben hinweg. Als die Stadt im 19. Jahrhundert über ihre mittelalterlichen Grenzen hinauswuchs, wurden Teile der alten Stadtmauer abgebrochen und mit ihnen die darauf stehenden Häuschen. Doch die, die übrig geblieben sind, wurden in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts modernisiert. Außerdem wurden wieder ein paar neue hinzugebaut. Dort zu leben wäre sicherlich unvergleichlich, wenn den Bewohnern nicht dauernd die Touristen ins Wohnzimmer blickten. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.